Hallo Zockerfreunde und weiter geht's in Dishonored. Ja, wir haben uns ja das letzte Mal bis hierher gekämpft. Sind an menschenfressenden Ratten vorbei und an einigen Leuten, die uns echt aufhalten wollten. Aber wir haben es dennoch bis hierher geschafft. Leider musste ich ein paar von denen töten. Hatte ich eigentlich etwas anders geplant, aber hey, irgendwas ist ja immer, ne? Gut, machen wir uns hier raus. Corvo, hier drüben. Jo. Schnell, ich bin ein Freund. Okay. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. In Ordnung. Na gut, alter Mann, dann los. Warten Sie, ich brauche noch einen Augenblick. Genau, ich würde mich gerne noch ein bisschen umschauen. Sehen Sie sich ruhig um. Ich warte hier. Ja. Aber beeilen Sie sich. Ich würde gerne wissen, ob hier noch irgendwo... Alles in Ordnung? Ja, alles in Butter. Die Hexenfische auf. Ich will mich ja bloß ein bisschen umschauen. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwas. Nein, scheint nicht so. Boot? Okay, gut. Ein seltsames Boot. Okay, machen wir uns los. Steigen Sie ein. Warmes Essen und ein warmes Bett warten schon auf Sie. Jo, dann mal los, ne? Okay. Mission sind Gegner eliminiert, Zivilisten eliminiert, Alarme ausgelöst, Leichen oder Bewusstsein entdeckt. Okay, da ist hier so ein bisschen... Also Zivilisten haben wir keine eliminiert, das ist schon mal gut. Alarm haben wir keinen ausgelöst, Gegner eliminiert. Naja, das hätte ich gern vermieden. Ich hätte gern die einfach nur bewusstlos gemacht, aber okay. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. 3. Allgemeiner Chaosfaktor. Hoch. Wow. Niemanden getötet? Das ist nicht gut. Geist nicht entdeckt worden. Okay. Haben wir auch kein Häkchen gekriegt. Keine Sonderaktionen erreicht. Ich nehme an, dass hier so Häkchen reinkommen. Oder Kreuze. Oder was weiß ich. Runen gefunden. 0, 0, 0, 0. Münzen gefunden. Ja, Münzen haben wir jede Menge gefunden. Das heißt, wir hätten eigentlich noch eine ganze Menge... Warte mal. Hatten wir nicht so eine Rune gefunden? Na, egal. Machen wir weiter. Und schauen mal, was uns noch so alles erwartet. Also ich finde... Sie haben das echt gut gemacht hier so. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Das Haus sieht ja krass aus. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was das für ein Typ ist. Bin ich echt mal gespannt. Missionshinweise aktualisiert. Drücke J. Okay. Schiffer Samuel hat dich... den Fluss vom Gefängnis von Goldridge entlang hierher geschmuggelt. Er arbeitet für eine Untergrundorganisation, die gegen die was illegitime Herrschaft des Lordregenten arbeitet und hat dich zu ihrem Stützpunkt gebracht, wo du ihre Mitglieder treffen sollst. Okay. Na ja, gut, folgen wir dem erstmal oder beziehungsweise wir können ja eigentlich hier direkt zu der Markierung laufen. Aber bevor ich das mache, ich möchte mich mal so ein bisschen umschauen. Ich meine, die haben ja hier ziemlich viele Details eingebaut und ich liebe ja Details. Oh, warte mal.
Okay, Auszug aus einem Buch über den fernen Kontinent, was? Pandysien, okay. Ja, wenn ihr das lesen wollt, einfach auf Pause machen. Ich werde das jetzt nicht komplett durchlesen. Ich will mich trotzdem nochmal weiter umschauen hier. Vielleicht finde ich ja doch noch irgendwas wirklich Interessantes. Sieht aber nicht so aus. Okay. Schlüssel erforderlich, okay. Da können wir also nicht durch. Will aber trotzdem mal gucken. Ich bin halt neugierig, ne? Ich bin extrem neugierig. Aber schon krass gemacht. Das Ding, das finde ich ja so krass hier. Das sieht aus wie so ein Turm. Dabei ist das nur der Rest eines Hauses. Warte mal, können wir darauf? Okay. Ja. Ich weiß, ich sollte hier vielleicht gar nicht Achtung an alle langlaufen. Bürger! Sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Okay. Ich will mich erstmal umschauen. Ich denke, dass ich hier jetzt nicht ge durchgehen sollte, sondern da vorne. Deshalb werde ich das jetzt auch nicht machen, weil ich vermute mal, dass das alles zu derselben Stelle führt. Aber eben Neugier, ne? Neugier. Davon habe ich ja reichlich. Heilkräuter, wow, doch gut, dass ich hier lang gegangen bin. Okay, gehen wir hier runter. Machen wir uns zu dem Typi dahin. Da drinnen arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Finde ich gut. Probieren wir das. Es beginnt So. also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Gefangenschaft in Caldwich ist er geschickt entkommen. Ja, kein Wunder. Er war der persönliche. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Hornpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lord Regenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn Sie uns helfen, helfen wir Ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Okay. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Jo, Wir reden später. werde ich noch machen, aber ich will mich erstmal so ein bisschen umschauen, falls ich hier irgendwas Interessantes noch finde, ne? Hey, ich will mich umschauen, sag mal. Ich will noch nicht zu Piero. Ich will erstmal Schon gucken mit hier. Piero gesprochen? Er Nein. stellt die Waffen her, die Sie bei Ihrer Flucht aus Coldridge hatten. Gehen Sie zu ihm. Ja, werde ich ja auch machen, aber lass mich doch erstmal umschauen hier. Okay. So. Ich nehme hier alles mit. Okay, gut, gehen wir zu Piero. Obwohl. Nein, wir gehen zu Piero. Ich bin absolut neugierig. Es ist schlimm mit mir. Gut, warte mal. Ich werde Ihre Hey. Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Okay. Finde ich gut. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Ja, lass mich aber jetzt erstmal gucken hier. Vielleicht ist ja hier irgendwas Interessantes. Das ist mir zu viel Text. Vorsichtig.
Das mal hier schauen. Okay, auch viel Text. Ne? Ja. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Ja. Nehmen. Nehmen. Lass mich erstmal umschauen hier, ne? Sternkarte. Okay, nehmen wir mit. Benutzen. Okay, da können wir wahrscheinlich irgendwas craften. Ich will das jetzt mal wissen. Ne, können wir doch nicht craften. Okay, hey. Das Ding dreht sich alleine zurück? Echt jetzt? Okay. Wie von Geisterhand. Gut. Schauen wir mal hier weiter. Hier ist ja auch noch ein Haufen Zeug. Hemlock Essenz, okay. Auszug niedergeschrieben von Ebenezer Greaves, dem Gründer von Greaves Warlords. Naja gut, das ist überall so, so Bücher, man kann ja hier eine ganze Menge, ich werde jetzt nicht alle Bücher lesen, nein, 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 nein. Ich werde jetzt auch nicht alle Bücher aufmachen, das wäre ein bisschen blödsinnig. Das nehmen wir mit. Halt, warte mal. Okay, wir gehen weiter. Bringen wir dem Typ hier das. Das muss wohl perfekt. Da unten rein. Nun rein damit. Ja, ja. Perfekt. Vielen Dank, Corvo. Okay. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte. Ernsthaft? Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Das hört sich interessant an. Schauen wir doch mal. Das heißt, der kann uns Pfeile machen hier. Was ist das denn? Kabelwerkzeug. Erlaubt es dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinen Wünschen zu manipulieren? Okay. Also Münzen habe ich ja reichlich. Ne? Was ist das hier? Springmine. Okay. Das ist, ja, eine Granate, so sieht's auch aus. Armbrustbolzen, Betäubungsbolzen. Das ist interessant, das nehmen wir mal mit. So. Das nehmen wir mit auf jeden Fall. Moment. Ich weiß nicht, ob wir das hier brauchen werden. Deaktiviere Sicherheitsvorrichtung oder manipuliere sie so, dass sie dir nichts mehr anhaben können, indem du mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitest. Dadurch wird das Kabelwerkzeug verbraucht. Aha, manipuliert Lichtwände, Blitzpfeiler und Wachtürme wirken gegen deine Gegner, gegen deine Gegner statt gegen dich, während manipulierte Alarme vollständig deaktiviert sind. Okay. Sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr davon haben, ne? Nehmen wir mal zwei Stück mit. Springmine. Ja, weiß ich nicht, ob ich das haben will. Das hier. Da brauchen wir ja nur zwei von. Komm, ich nehme jetzt nochmal so ein paar mit, dass wir da so ein bisschen ausgerüstet sind. Wir brauchen zwar noch mehr Geld. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Das befürchte ich auch. Die Ruhe. Moment mal. Ja, Sie haben recht. Ich werde zu Bett gehen. Ich möchte mich noch etwas umsehen, bevor ich zu Bett gehe. Naja, umgesehen haben wir uns ja zum größten Teil. Geh mal ins Bett. Gute Träume. Jo. Gute Nacht. Sofort fahren, eine beliebige Taste drücken. Ganz woanders, okay? Ganz woanders. Wo ist denn ganz woanders? Das ist also unser Bett.
Gucken wir mal hier so ein bisschen rum. Vielleicht finden wir hier noch was. Ein paar Münzen oder irgend sowas. Okay, hier ist eine zugemauerte Tür. Machen wir das hier mal auf. Wo sind wir hier überhaupt? Ein Besuch Outsiders. Irgendwann stimmt nicht. Okay. Wow. Moment mal. Das kommt mir jetzt aber sehr komisch vor hier. Das sieht nicht mehr aus wie die Realität. Das sieht aus, als würde ich träumen. Ne? Seltsame Schwerkraft, okay. Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Okay. Komm, finde mich. Was? Komm, finde mich? Jetzt sind ernsthaft? Okay. Drücke rechte Maustaste, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen. Allerdings ist die Reichweite dann geringer, wenn du Vorsprünge anvisierst. Kannst du dich dorthin teleportieren, dann hochziehen. Okay, das sieht interessant aus. Halte rechte Maustaste gedrückt, um dein Ziel genau anzuvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Wenn ein blauer Pfeil Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Okay. Gut. Okay. Interessant. Das ist doch die Kaiserin. Du kannst sie nicht retten. Okay. Einmal hätte gereicht, Mann. Echt mal. Öffnen wir das mal. Was? Pyrrhos Mana Elixier. Okay, nehmen wir das mal mit. Okay. Das heißt, wir können hier so... Meine Fresse. Der hat das hier alles nochmal nachgebildet. Okay. Hier ist nochmal eine Truhe. Pyrrhos Mana Elixier, okay. Aber das ist eine coole Fähigkeit, würde ich behaupten. Okay. Kommen wir da überhaupt drüber? Gut, das geht noch. Können wir da überhaupt hin? Ah, so geht auch. Gut. Das heißt, wir kommen theoretisch überall hin. Wir müssen nur... Warte mal. Ah, siehst du, geht. Ja gut, ich hätte auch da einfach die Treppe runtergehen können, aber hey, das wäre langweilig gewesen. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen. Wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Okay.
Aber erstmal hier, ne? Hey, wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du die Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu. Wenn du rechte Maustaste drückst, während du eine Person oder einen Ort anvisierst. Okay. Aber erstmal hier, das hier mitnehmen. Okay. Ah, okay. Da kann man dann hin und her wechseln. Gut, ich will aber erstmal das Herz noch behalten. Weil das hier, ne? Sowas. Sehr skurril. Aber cool gemacht. Auf jeden Fall. So, hier runter. Dann hier irgendwo, ne? Wir kommen der Sache näher. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin, dass ich hier runtergehüpft bin und so, ne? Okay, hüpfen wir. Nehmen wir mit. Okay. Noch scheint es zu passen. Machen wir erstmal so hier. Und diesen. Nein! 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 Ach, Mist! Gut. So. So, kommen wir da überhaupt hin? Ah. Gut. Das da ist das. Das müssen wir haben. Da haben wir wohl eine Rune. So wie es aussieht. Okay, wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln, damit übernatürliche Kräfte zu erwerben, okay? Nachtsicht, Beherrschung, Zeit verlangsamt, tödlicher Schwarm, Windstoß, Vitalität, Blutdurst, Beweglichkeit, Schattenangriff. Warte mal, überraschte Gegner, die dich nicht sehen, werden beim Sterben zu Asche. Alle Gegner werden beim Sterben zu Asche. Okay, das ist ein bisschen krass, finde ich. Ich will ja nicht unbedingt. Warte mal, Nachtsicht. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sicht. Wälder durch Wände hindurch. Macht selbst verursachte Geräusche sichtbar. Das könnte vielleicht nützlich sein. Das nehmen wir mal. Okay, drücke im Dunkeln rechte Maustaste. Was? Drücke rechte Maustaste, um im Dunkeln sehen und Lebewesen durch Wände hindurch wahrnehmen zu können. Zusätzlich kannst du dir ihr Sichtfeld sehen. Was? Kannst du ihr Sichtfeld sehen und deine eigenen Geräusche werden für dich sichtbar. In der zweiten Stufe siehst du die wichtigen Gegenstände durch Wände hindurch. Wie beispielsweise Sicherheitsvorrichtungen, Waffen, Munition, Schlüssel. Ich glaube, das sollten wir noch weiter ausbauen auf jeden Fall. Okay. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir, so wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Die vor mir da waren? Es gab noch mehr? Vor mir versteckte Verbündete. Deine neuen Verbündeten, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit den Anführern der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Okay? Achtung, Bürger von Dantwort. Achten Sie genau auf die Gesichter Ihrer Nachbarn.
Okay. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauschst. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Okay. Ich nehme die alle mal mit. Beutel, okay. Ja gut, das ist wieder übelst langer Text. Wie gesagt, einfach mal auf Pause machen, wenn ihr das durchgelesen haben wollt. So, dann schauen wir mal weiter. Nehmen wir mit. Mit. Alles mitnehmen. Was ist das denn? Fisch? Ich hab's eingesteckt. Was auch immer das ist, ne, wofür es auch immer gut ist. Halt mal ein bisschen langsamer, dass ihr dann noch das Ding auf Pause machen könnt und durchlesen könnt. Gelle? Jo. Weil ich werde das jetzt ganz sicher nicht vorlesen. Das ist ein bisschen zu viel. Gut, mystische Rattenartefakt. Nehmen wir mit. Haben wir hier noch mehr? Okay, wir trinken einen Schluck. Ich drücke J, um zu erfahren. Was? J? Achtung. J? Sprich mit Havlik an der Bar. Ja, das haben wir ja vorhin schon. Benutze das Herz, um eine Ruine in der Nähe des Pitzpubs zu finden. Okay. Das werden wir auch gleich noch machen. Erstmal will ich hier die Sachen einsammeln. Na gut, hier ist auch wieder ein Haufenweise Text. Das ist, also Bücher werden wir wahrscheinlich jede Menge hier finden. Und ich werde ganz sicher nicht alle vorlesen. Noch ein Artefakt, hier sind noch solche Teile. Hier nochmal so ein Buch. Ach ja. Nein, ich sollte wirklich nicht alle Bücher aufmachen. Weil das sind, ich denke mal für die Geschichte belanglose Sachen. Weil es ist wirklich ein Haufen Zeug. Ich sollte wirklich nicht alle Bücher aufmachen. Warte mal, ich will mal gerade hier... Halt. Nein, das nicht. Das da will ich. Da. Da müssen wir hin, um das zu finden. Da irgendwo. Da ist auch noch ein Knochenartefakt. Egal, ich will erstmal das da. Autsch. Das da, das interessiert mich. Ich will da hin. Ich will das haben. Das Artefakt. Das heißt, hier irgendwo muss es sein. Da. 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 So, und kann ich das nehmen? Jawohl. Gut, die Kräfte, die dir von den Runen verliehen werden, kannst du kreativ einsetzen, um Gegner zu besiegen. Und ich werde erstmal hier, J. Genau. Ich werde erstmal das hier noch ein bisschen... Ach nee, geht nicht. Stufe 2. Wieso geht das noch nicht? Vielleicht muss ich erstmal... Ah, ich sehe gerade, kosten 2 Runen. Okay, ich heb das mal noch auf. Aber wir werden da noch mehr... Oh! Oh! Mistviech! Echt jetzt? Echt jetzt? Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das lieber so. Bevor ich hier noch verrecke. Das wäre saublöd. Ja, so geht's nicht. Warte mal. Okay. Nee, da kommen wir nicht hoch. Gut. So.
Gut. Nee. Oh, der Fisch ist hinter uns her. Der Fisch. Der Fisch, nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Komm schon. Der Fisch ist böse. Boah. Übelst. Alter Schwede, aber das mit der Hand, das finde ich schon mal eine geile Sache. Erstmal heilen. Dass wir hier supporten können. Hier so flipp. Yeah, baby. Und wir laden auch jedes Mal wieder auf. Wie es ausschaut, ne? Wenn ich hier jetzt sowas verbrauche. Und es lädt sich alleine wieder auf. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, aber ich möchte schon auch durch die Wände alles sehen können und so weiter. Das ist schon ganz gut. Aber bevor wir hier weitermachen, ich mache jetzt mal die Tür zu, ne? Bevor wir hier weitermachen, beenden wir erstmal das Video. Das heißt, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich sage, bis dahin und tschüss.